Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt. Wir haben es tatsächlich geschafft, in der letzten Folge erstens den Ligaaufstieg und den Titel zu holen in Liga 4 und dann auch. Was zur Hölle? Liga 4, lest ihr das gerade? Oh nein, ich weiß, woran das liegt. Dadurch, dass wir das letzte Spiel, was uns den Ligatitel gebracht hatte, dass wir, oh nein. Dadurch, dass der Typ eben abgebrochen hat im Spiel, haben wir zwar das Geld bekommen vom Titel für Liga 4, aber irgendwie verreißt es dann diese Online-Saison und lässt uns nicht aufsteigen, sondern wir müssen nochmal Liga 4 spielen. Ich wusste es. Das eine Mal habe ich nämlich gedacht, wir spielen Liga 6 und wir mussten, glaube ich, Liga 7 wiederholen. Oder ich habe gedacht, wir spielen Liga 5 und wir mussten Liga 6 wiederholen. Auf jeden Fall mussten wir schon mal eine Liga wiederholen, obwohl wir den Titel geholt haben. Und deswegen bekommen wir auch gleich viel Münzen. Ich meine, ist ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil es gibt schon relativ viele Münzen und Liga 4 ist wahrscheinlich leichter als Liga 3, aber trotzdem. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Mann, 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 jetzt müssen wir tatsächlich nochmal Liga 4 spielen. Aber das Problem hatten wir auf jeden Fall schon mal. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall Serie A spielen. Ich überlege halt, ob ich hier diesen Callejon austausche. Der hat mir bisher ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Aber der hat halt noch 6 Verträge, ne? Wie ich sehe, hat Gargano und Essien nur noch einen. Also Essien will ich eigentlich behalten. Ich überlege, ob ich Gargano langsam mal austausche. Essien ist zwar nicht sehr schnell, aber der hat mir bisher gut gefallen und ist halt einfach Kopfball, ist einfach defensiv recht stark. Passwerte sind auch ganz gut, Gargano. Wir können ja mal schauen, ob es irgendwie einen interessanten Spieler gibt, den wir da für Gargano nehmen können. Eventuell auch einen zentralen Mittelfeldspieler oder sowas. So, Transfers. Transfermarkt suche. Suche jetzt einfach mal ganz allgemein nach Gold, Liga Serie A, Position ZDM. Aufstellung erstmal egal. Ich will nur mal kurz gucken, ob es irgendwelche interessanten Spieler gibt, die mir so einfallen. Der Rossi ist natürlich ein guter ZDM und auch nicht so teuer, würde ich sagen, weil er so langsam ist. Das wäre doch mal eine gute Alternative für Gargano, dass wir uns De Rossi holen. Ja, ich denke, das mache ich auch. Der hat einen guten defensiven Wert, guten Passwert, anständiges Dribbling, anständigen Schuss. Ist, glaube ich, sogar ein guter Distanzschütze, guten Kopfball, den holen wir uns. 4, 2, 3, 1. Mal gucken, ob es den für maximal 5.000 gibt. Ach so, ja, ich müsste vielleicht mal noch eingeben. Der Ossi. Der Rossi, ja. Oh, für 4.300. Ich glaube, das ist sogar ein ziemliches Schnäppchen, wenn es ihn nur einmal gibt. 8 Verträge nur, Fitness nicht so geil, aber nehmen wir auf jeden Fall. Bam, zugeschlagen. Sehr gut. Den packen wir dann auch direkt bei uns ins Team rein. Ach so, ja, ich hätte ihn eigentlich auch direkt ins Team nehmen können, egal. So, dafür dann Gargano auf den Tauschstapel. Oder beziehungsweise Transferliste. Und der Rossi rein. Mal kurz schauen, was der starke Fuß ist von der Rossi. Rechts und der Schwache hat 4 Sterne. Und bei Essien ist es rechts und der Schwache 4, also ist es fast egal. Stärkeren Schuss hat, glaube ich, De Rossi, deswegen nehmen wir mal De Rossi auf rechts und Essien auf links. Gut, gut, gut. Dann packen wir ihn noch in die Bundesligamannschaft rein. So. Okay. Dann geben wir Essien direkt mal noch einen Vertrag. Der würde ja dann sowieso auslaufen. Ah, wir haben keine silberne mehr. Okay, dann geben wir wieder goldene. Und machen mal ein Spiel. Ich bin gespannt. Nein. Ach doch, verlassen, stimmt schon. So, spielen.
Online-Saison. Und ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir boxen uns nochmal durch Liga 4. Vielleicht schaffen wir diesmal ja einen Durchmarsch. Wobei, eigentlich ist es ja ein Durchmarsch, weil man eng. Oh mein Gott, ich muss was trinken. So, Mundfasching ist weg. Also, wenn man in eine neue Liga aufsteigt und direkt in der ersten Saison wieder aufsteigt, dann ist es ja ein Durchmarsch. Man könnte natürlich auch Durchmarsch es nennen, wenn man jedes Spiel gewinnt, aber das ist etwas übertrieben. Gelb-Weiß, okay. Tottenham-Logo. Von denen die Trikots sind, keine Ahnung. Na komm, wir haben nicht so viel Zeit. Ram-Tam-Tam, mach hin. 3, 2, 1. Meins. Okay. Tja. Dann müssen wir leider nochmal abbrechen, wenn er halt keine Lust hat. Jetzt vielleicht. Na komm. Bitte warten. Wir suchen einen Gegner für dich. Das kann einen Moment dauern. Verbinde mit Gegner. Bitte warten. Suchvorgang. Abbrechen. Pfeil nach links. Bitte warten. Wir suchen einen Gegner für dich. Das kann einen Moment dauern. Verbinde mit Gegner. Bitte warten. Okay, gelb-rot. Oh, der ist bestimmt gut, der Typ. Manchester City, 84 Siege, 31 Niederlagen, sieht gar nicht so schlecht aus und ja, spielt komplett England, außer Fernando Torres, das ist ein Spanier. Welbeck wieder relativ schnell, ansonsten ja, nicht volle Chemie, aber schaut insgesamt ganz gut aus. Team ist auf jeden Fall insgesamt stärker als meins. Ich hoffe mal, dass er nicht ganz so gut spielt, schauen wir mal. Ich habe auch gerade eben gegen einen ganz guten Spieler das Spiel gedreht. Von daher bin ich gut drauf. Also in der letzten Folge und ich mache gerade eine doppelte Aufnahme. Oh, da war eigentlich fast schon meine. Komm. Sehr schön. Der war richtig gut rausgeholt. Da hatte Rossi ja direkt mit seinem ersten Ballkontakt was richtig Geiles gemacht. Und ah, Klose ist zu langsam. Aber. Er legt's vor und da ist das Ding drinne. Da ist das Ding drinne, wie Klose einfach den Fehler vom Verteidiger ausnutzt. Nice. Und diesmal habe ich mir gedacht, Scheiß auf anschneiden. Volley. Volley ist das Geheimnis des Spiels. Wenn ich anschneide, dann hält der Tormann immer. Aber dieses Mal schön Volley reingezimmert mit seinem linken Fuß. Bricht der Gegner jetzt direkt ab oder was in der siebten Spielminute? Sollte mich nicht stören, weil es müsste eigentlich schon als Sieg für mich zählen. Haben wir ein sehr schnelles Spiel gehabt. Ja, sehr geil. Er bricht direkt ab. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze als Sieg zählt. Dann ist mir das eigentlich egal. Nein, es zählt nicht als Sieg. Doch, doch, oh mein Gott. Es zählt als Sieg. 6 Punkte, sehr nice. Puh, ich dachte schon. Was haben wir denn diesmal bekommen? 50 Siege, nice. Silberpack, 2500. Die Belohnung ist richtig geil, finde ich. Sehr cool. Hoffentlich wieder Vertragspike. Ideal für Mannschaften mittlerer Stufe 12. Gemischte Objekte, Spieler und Verbrauchsobjekte. Mindestens 10 Silber, ein seltenes. Nein, es ist ein ganz normales Silberset, okay. Da sind ja auch Verträge drin. Innenverteidiger, der wahrscheinlich nichts wert ist. Aber stellen wir trotzdem mal Transferliste drauf. Bekommt man meistens trotzdem für 150, 200 los. Für irgendwelche Leute, die sich irgendwelche komischen Silberteams bauen. Training und den ganzen Schmand lassen wir mal drin. Ja, den Rest nehmen wir einfach alles mit. FSV Frankfurt, Auswärtstrikot. Irgendwann müssen wir auch mal nach anständigen Trikots und Wappen schauen. So. Dann machen wir direkt noch ein Spiel. Das ging ja gerade super mega schnell. Du kannst gerne weitergehen. Ach so, Storari. Wollte ich mir nicht eigentlich mal einen etwas besseren Torwart holen? Einen etwas besseren? Wir müssen sie ja nicht übertreiben. Wir müssen ja keine 10.000 Münzen ausgeben für einen Torwart aus der Serie A, aber wir sind einfach rich, Mann. Wir haben 27.000 Münzen und
einen etwas besseren Torwart, dass wir da hinten vielleicht noch ein bisschen. Außerdem Storari, das gefällt mir einfach nicht. Gefällt mir einfach nicht. So, Liga, Serie A. Aufstellung, 4-2-3-1. Position, Torwart und ja. Maximal 5000, ihr kennt das Spiel. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Hier, Abi Adi zum Beispiel. Der ist doch schon mal viel, viel geiler. Kostet 2-1. 84 Hechten, 84 Reflexe. Stellungsspiel 79. Ballsicherheit 75 ist nicht so geil. Konzikli würde mir sogar einen Tick besser gefallen. De Sanctis. Er hat ein sehr gutes Stellungsspiel, aber Reflexe und Hechten sind jetzt nicht so überragend. Und Ballsicherheit, okay. Nee, die gefallen mir eigentlich alle nicht perfekt, sag ich mal. Man muss es doch noch ein. Ah! Was? Handanovic gibt's für 5000? Das ist so quasi der beste, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach der beste Torwart der Serie A. Wenn es den für 5000 gibt, dann würde ich den sogar direkt nehmen, ey. Scheiß drauf. Ja, dann gucken wir mal noch, ob es ihn vielleicht billiger gibt. Ja, den gibt's nur einmal. Also, ich werde mit euch absolutes Schnäppchen. Der kostet auf gar nicht sonst mehr. Nehmen wir direkt. Mit 13 Verträge, fast volle Fitness. Moral, Bombe. Nehmen wir. Aber sowas von, meine Freunde. Ich würde sagen, das war ein Schnäppchen. Inaktive Mannschaft. Ein Schnapper quasi. Ein kleiner, großer Schnapper. So, dann geben wir ihm mal einen Bronzevertrag, damit er einen Vertrag hat. Wir müssen ja noch einen haben, genau. Dann packen wir ihn auf die Transferliste. Und Handy nehmen wir hier rein. Zaggi. Und da De Rossi ja sowieso noch keine volle Fitness hat und ich vergessen habe, ihm eine Fitnesskarte zu geben, können wir uns eigentlich auch die Fitnesskarte sparen und jetzt mit der Bundesliga spielen, weil die jetzt wieder komplett regeneriert sein müsste. Ja, sehr schön. So, Handy müssen wir noch hier reinnehmen. So. Okay, dann spielen wir noch mal eine Runde mit unserer Bundesliga-Mannschaft. Ein schnelles Spielein. Oh nein. Hat er sich wieder aufgehangen? Nein. Nicht jetzt. Nein. Verdammt doch mal, nein, einfach nur nein. Ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder zwei Aufnahmen zu machen und alles zusammenzuschneiden und schniedel die, schniedel du. Oh. Die EA-Server sind momentan nicht verfügbar. Überprüfe deine Netzwerkverbindung. Oder... What? Ich guck mal auf meinen Router, ob da noch alles brennt. Ja, also ich habe überhaupt keine Verbindung verloren. Und ausblenden kann ich's ja auch nicht. Fuck! Könnte ich theoretisch weiter das Spiel verlassen? Nein, natürlich nicht. Ah, also ich mache jetzt nicht noch eine zweite Aufnahme. Bis ich das gemacht habe, ist so viel Zeit vergangen. Ist halt mal eine super kurze Aufnahme. Es gab auch schon Aufnahmen, die 30 Minuten oder länger waren. Von daher, tut mir leid. Dafür gibt's dann direkt morgen eine weitere Folge. Ultimate Team FIFA Welt. Also direkt morgen die nächste Folge. Dafür heute mal eine kurze Folge. Tut mir echt leid, Jungs. Kann man nichts machen. Also in dem Sinne, bis morgen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr gebt mir einen Daumen nach oben, damit man euch loben kann. Abonnieren, ihr wisst Bescheid. Macht's einfach. Bis dann. Tschö, euer Paxis.